Globale Kreativszene feiert in Berlin die Verleihung der Red Dot Awards für Kommunikationsdesign. In der Designmetropole Berlin hat Red Dot den perfekten Standort ausgemacht, um die Besten der besten Designer, Agenturen und Unternehmen aus aller Welt für ihr Kommunikationsdesign auszuzeichnen. Also es beginnt in den 90er Jahren, als ich gedacht habe, dass es wichtig ist, eine Art Label-Marketing mit einem guten Design-Award machen zu können. Und dann ist es uns gelungen, dieses Label Red Dot in die Welt zu rufen. Und und die Design-Community fand es super und kommt jedes Jahr immer wieder. Und wir haben es eben geschafft, sowohl im Produktdesign als auch im Communication-Design, ja, ein bisschen Aufregung zu organisieren. Und das ist einfach toll. In der Kulisse des prächtigen Konzerthauses am Gendarmenmarkt wurden am Freitag die begehrten Trophäen in verschiedenen Kategorien vergeben. Beim Rennen in der Königsdisziplin Agency of the Year hatte dieses Mal die Berliner Agentur Scholz & Friends die Nase vorn. Wir freuen uns sehr, den Red Dot Agency of the Year Preis gewonnen zu haben, weil es nicht nur ein erfolgreiches Jahr kürt, sondern kontinuierlich eine Leistung über mehrere Jahre. Deshalb sind wir sehr, sehr happy, das heute gewonnen zu haben. In der Kategorie Client of the Year erhielt mit PepsiCo erstmals ein Unternehmen aus den USA einen Red Dot. It's a great honor. We are thrilled. Es ist uns eine große Ehre, den Award zu bekommen, weil wir zum einen die erste US-Firma sind, zum anderen, weil wir aus der Lebensmittelindustrie stammen. PepsiCo hat vor 2 Jahren angefangen zu investieren und vor einem Jahr haben wir unsere ersten Design Center kreiert. Und jetzt schon ausgezeichnet zu sein, ist eine große Ehre. Für das Entertainment des Red Dot Awards sorgten die Flying Steps aus Berlin, einer der erfolgreichsten Urban Dance Crews. Bei der Designers Night in Ewerk feierten Sieger, Juroren und Designerfreunde zusammen bis tief in den Morgen, die Gewinner des diesjährigen Wettbewerbs. Alle Berliner können die 101 Siegerarbeiten der Preisträger des Red Dot Awards ab sofort im Museum für Kommunikation bestaunen. Wir haben unterschiedliche Präsentationsformen, natürlich vom Wandkalender, den man auch mal durchblättern darf, über Poster, die an der Wand hängen und eben auch sehr viel Medien wie Filme auf dem Computer anzuschauen, Computerspiele, die man hier spielen kann. Also es ist eine ungewöhnliche Präsentationsform für ein Museum. Die Ausstellung mit dem Namen Best Communication Design Red Dot Winner Selection 2014 läuft noch bis zum 18. Januar 2015.